Hallo Leute, hier sind wir wieder vor Trips Heimatdorf bei Enslaved Odyssey to the West. Und wir müssen hier diverse Logikrätsel lösen, die angeblich nur Menschen lösen können. Und deswegen sind sie mechsicher, die Zugangskontrollen zum Trips Heimatdorf. Okay. So, erstmal Kugel einsammeln. Wenn ich jetzt den drücke, was passiert dann? Ist ein bisschen komplizierter als das am Ende vom letzten Part. Jetzt könnte ich aber Trip bitten, dass sie ihren den Hebel betätigt. Jetzt kann ich rüber. Und wie kriege ich sie rüber? Sie kann ja jetzt nicht. Brücke hoch, Brücke runter. Mark findet sowas eben faszinierend. Trip. Ja? Ich habe genug gehört von Mark und Brücken. Er ist ein bisschen genervt. Aber wie kriege ich sie denn rüber jetzt, wenn ich drücke? Ah, jetzt kann sie rüber. Lauf, Trip. Okay, geh rüber. Gut. Jetzt sind wir beide auf derselben Seite. Also auf derselben Seite von der Schlucht. Wir sind eh immer auf derselben Seite, Trip und Monkey. Ah, jetzt. Jetzt kann ich ja sagen, lauf. Okay, jetzt geh rüber. Ah, die sind schön, die Rätsel. Die sind einfach zu lösen. Gefällt mir. So. Und jetzt können wir beide hinüber. Im Wachturm muss jemand sein. Na, das will ich doch hoffen. Es hält immer jemand Wache, egal was ist. So. Na. Unmöglich. Die Posten sind immer bemannt. Das ist doch Blut, oder? Am Boden. Ja. Basis, bitte komm. Hier ist Posten 9. Könnt ihr mich hören? Over. Basis, bitte komm. Was ist da bloß los? Was ist los? Trip. Nein, nein. Nein. Trip. Trip. Warte, Sklaven, ja klar. Das sind Bürger der Welt. Ich muss den anderen Wachturm erreichen. Sie finden, bevor etwas passiert. Ah, nein, 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 nein. Shit. Der hat Verstärkung gerufen. Und ich sag noch, ich muss ableveln. Ich hab dich in die Ecke genagelt. Noch mehr.
Tatsächlich. Shit, 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 shit. Da ist, oh, da ist einer mit, Ah, komm schon, lass mich doch B machen. Jetzt ab. Ah, jetzt sind die anderen wieder gelähmt. Nochmal schnell zurück und das alles einsammeln, was ich einsammeln kann. Da ist nämlich noch eine Leuchtkugel, zwei Leuchtkugeln. Menu. Ja, Trip kann ich nicht anvisieren. Ja, und ich habe noch gesagt, ich müsste ableveln. Und jetzt fehlt sie mir zum Ableveln. Mist aber auch. Leuchtkugeln. Ah, Mist. Jetzt aber. Boah, ist das aufregend. Echt tief. Ah, ich habe alle erledigt. Ah, da kommt Nachschub. Das hört man mal im Geräusch. Die Raumattacke ist Gold wert, echt. Na komm schon. Na. Trip, ich kann dich nicht hören. Ruhe. Schön. Okay. Muss ich da runter? Ja, da muss ich runter. Da geht's weiter. Hui, hui, hui. Ja, Trip, bleib doch stehen. Wir wollen dir doch helfen. Ich kann sie immer noch nicht anvisieren. Mit LB. Oh, er joggt ganz entspannt. Wieso macht er das? Ich bin skeptisch. Der Wachturm. Ah, da ist er. Scheiße, noch mehr Pyramid Max. Noch mehr. Au. Aber leider hat man es nicht gut gesehen. Nein. Ah. Noch mehr. Shit. Ja, komm du. Ich komme, Trap. Das war gerade übel. Nein. Aua!
Jetzt aber. Okay, alle erwischt. Trip! Lebensenergie einsammeln, jetzt habe ich es echt nötig. Ich hoffe, ich habe alles eingesammelt. Da ist noch Lebensenergie. Jawohl. Ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt mit meinen Leuchtkugeln schon bin, aber... wahrscheinlich könnte ich mir einiges leisten. So, unten durch. Okay. Okay. Trip, ich bin gleich da. Ich kann es immer noch nicht anvisieren. Wo? Muss ich da lang? Nö, da geht's nicht lang. Leuchtet da was? Ah, da leuchtet was. Ne. Nein! Oh, shit! Zu dem Überlegen, ich hätte das Spiel doch auf leicht spielen sollen und nicht auf normal. Oh, Menno. Da drüben ist noch eine Kugel, ich habe es genau gesehen. Na, zwei sogar. 137.000. Aha, und da ist noch eine. Dann könnte ich mir gut vorstellen, dass da um die Ecke auch noch eine ist. Ja, hahaha. Wusste ich's doch. Und nach oben. Ja. Ich könnte jetzt gut eine Pause brauchen, Leute, aber ich mache jetzt mal keinen Cut. Ich bin zu gespannt, wie es jetzt weitergeht. Was die Trips sagt, wenn die auf der anderen Seite sind. Uiuiuiui. Kapitel 7. Trip finden. Oh, wir haben sie jetzt wohl noch nicht gefunden. Heilige Scheiße. Trip, hörst du mich denn nicht? Trip! Trip, warte! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Nein! Nicht wegrennen! Bleib stehen. Wo du bist, Trip! Und sie ist weg. Na klasse. Ja. Jetzt kommen wahrscheinlich... Ich dachte, wir hätten sie jetzt schon gefunden. Nein, nein, wir müssen sie jetzt erst finden. Wir müssen uns erstmal auf die Suche machen nach ihr. Alles klar. Das ist natürlich mehr als nur übel am Spielplatz. Leichen. Oh no. Ich denke, die werden uns da eine halbe Armee entgegenschicken. Eine Rutsche. Oh no. Oh, da leuchtet's. Dann werde ich da wohl rauf müssen. Noch irgendwelche Kugeln? Nein? Dann ist gut. Hoch. Oh, oh, da habe ich einen Suchstrahl gesehen. Finden.
Ja, aber warum rennst du denn immer davon? Warte doch kurz und wir helfen dir. Frau. Da unten ist ein Elektromech. Der da oben hat ein Schild. Da habe ich doch was dagegen. So, eiskalt mal. Okay, hier hoch. Ja. Da komme ich nicht weiter. Oh, hier ist ein Haufen Leuchtkugeln. Halt! Fast 150.000. Jetzt haben wir 150.000. So, da sind noch welche. Und da ist noch einer. Oh Mann, bei der Leiche. Oh no. Komme ich da hoch? Nein, da komme ich nicht. Komme ich da durch? Nee, da komme ich auch nicht durch. Hier leuchtet es. Es muss doch jemand am Leben sein. Chip, beruhige dich. Langsam. Wir wurden entdeckt. Und da kommt der Nächste. Oh, nee. So. Das ist auch nicht schlecht, dass wenn man dann so entferntere Mechs erledigt, dass er die dann die Kugeln so einem zuwirft aus der Entfernung. Oder so zufliegen lässt. Komm wieder zu dir. Ah, da. Oh, da steht sie traurig da. Trip. Trip. Eine berechtigte Frage, Trap. Weil sie Vollpfosten sind, keine Ahnung. Kann ich da runter? Ah, da kann ich runter. Holy! No! Ah. Er hat mich automatisch hinter die Barrikade in Deckung gebracht. Sind das zwei oder drei? Ne, das sind glaube ich bloß zwei. Ich würde mal als erstes den mit dem Schild erledigen wollen. Gut. Hoffe ich. Ich hoffe, dass mir jetzt da nicht irgendwann mal die Munition ausgeht. Wenn ich da so oft... Schaut mal, die schön gemusterten Kacheln. Ach, das war ein richtig schönes Dörfchen, würde ich mal sagen. Ah, da kann ich rüber. Naja. Auch wenn ein bisschen viele Stahlträger hier sind, aber ich würde mal sagen, so in der Zeit war das wahrscheinlich ein wirklich nettes Dorf. So. Oh, das sind wieder Suchstrahler, Suchlaser. Okay, da oben sind wieder zwei und da unten sind welche. Trap! Guck wieder auf die andere Seite. Ich weiß ja nicht so genau, Leute.
So. Okay, der kommt nicht an mich ran. Komme ich darüber eigentlich? Ah, nee. Ja. Verzieh dich, du. Ich hau da voll daneben. So. Ah, da muss ich hin. Gut, dann sammle ich mal schnell alles ein, was es einzusammeln gibt. Ganz geschwind. Alle Kugeln. Alle Munitionsteile. So. Achso, da oben. Ja, das spare ich mir. Scheiße, sie haben das Tor verbarrikadiert. Ich muss irgendwie da durch. Ja. Ach, das kann ich jetzt unendlich oft machen. Ja, gut, da muss ich jetzt einen Weg durchfinden, Leute. Aber das würde ich sagen, das machen wir dann am Anfang vom nächsten Part von Enslaved Odyssey to the West Part. Ganz schön weit fortgeschritten. Ja, ich freue mich darauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin. Ciao.